Ein Moderator interviewt im Laufe seines Lebens Menschen aller Art, jeden Alters, aus den unterschiedlichsten Berufen. Am seltensten aber Moderatoren und Moderatorinnen. Heute darf ich eine Kollegin bei Wirtschaft TV begrüßen, die als bunte Moderatorin unter anderem, als Sängerin viel in der Glamour-Welt unterwegs ist, gleichzeitig aber auch eine Message hat. Caroline Henseler. Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Caroline, du bist ja hauptberuflich in der Glamour-Welt unterwegs. Wiederholen sich die Themen da nicht irgendwann schnell oder ist es immer noch spannend? Es ist immer spannend, weil ich sag mal, es ist auch nicht alles Glamour. Ich bin im People-Journalismus vor allem beheimatet und da gehen zum einen die Leute nicht aus, die ich interviewen darf, aber auch da gehen die Themen der Menschen nicht aus. Ich bin immer wieder mit neuen spannenden Leuten und neuen spannenden Themen konfrontiert, aber ich bin auch nicht auf People-Journalismus geeicht. Ich mache auch ganz viel in anderen Bereichen, also Bundestagswahlen, Landtagswahlen, also auch Polit- und Nachrichtenjournalismus, genauso wie andere Smart Topics, also Automotive, Moderation oder ähnliches. Also ich habe eine große Bandbreite, da freue ich mich sehr drüber und deshalb wird es bisher jedenfalls nicht langweilig. Mhm. Du bringst ja aber auch noch genau zu der, sagen wir mal, Oberflächlichkeit, sowas gibt es hier Neues, wann kommt der neue Film raus und sowas, natürlich auch alles zu den Themen gehört, wer ist neu verheiratet, geschieden und so weiter. Ja, aber auch ernstere Themen mit rein. Ne? Wie kriegst du das so unter einen Hut? Du, das ist mir total wichtig, weil ich bin überhaupt kein oberflächlicher Mensch und interessiere mich auch nicht für oberflächliche Themen, sondern eben genau für die Tiefe. Und die findest du sowohl im Entertainment-Bereich, aber die findest du natürlich auch in der Komplexität, sage ich mal, unserer Gesellschaft und unseres Lebens. Also es ist nun mal so, dass die Leute Entertainment konsumieren und gleichzeitig findet in der Ukraine gerade ein Krieg statt. Und das sind die Gegensätze, in denen wir leben. Und das sind auch die Gegensätze, die wir journalistisch anpacken müssen und natürlich auch die Themen, die wir als Menschen anpacken müssen. Und ich glaube, bewege mich da in dieser kompletten Bandbreite. Da hast du ja auch schon ganz unterschiedliche Formate moderiert. Also kennen wir zum Beispiel vom Bunte TV oder dein ganz eigenen Format sogar. Wie ist das da eigentlich mit dem Druck oder überhaupt heutzutage mit dem Druck, so was Klicks angeht, was die Sehzeiten angeht und so weiter? Das ist ja auch noch ein Thema. Ne? Also mal ganz kurz im Hintergrund. Es geht ja nicht nur darum, wie viele Leute klicken ein Video an, sondern auch, wie lange bleiben sie dran und so weiter. Wie weit beeinflusst dich das in deiner Arbeit? Also klar, Medien können sich nicht frei machen von der Währung von Klicks und Quoten. Das ist ganz klar. Das wäre falsch, wenn ich das sagen würde, dass da kein Druck da ist. Und sagen wir mal konkretes Beispiel. Ich wollte Lena Meyer-Landrut für einen großen deutschen Sender interviewen, bevor sie den ESC gewonnen hatte. Und dann wurde mir das abgelehnt mit der Begründung zu unbekannt. Mhm. In dem Moment, wo sie den ESC gewonnen hatte, habe ich das Interview nicht mehr bekommen, weil dann waren die Anfragen so zuhauf da, dass es nicht mehr ging. Oder Beispiel, ich habe letztes Jahr auf einem Event die Sänger und Creator Esteriore Brothers kennengelernt und die vorgeschlagen für einen TV-Beitrag. Und da hat ein Chef gesagt, du, okay, die sind zwar noch nicht so groß und in aller Munde, aber ich vertraue deinem journalistischen Gespür. Du darfst die Geschichte covern und siehe da, heute haben die den World Influencer Award gewonnen. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ja, der Druck ist sicherlich da, da wird drauf geschaut. Aber ich glaube, es ist super, super wichtig, dass wir natürlich als Journalisten immer drauf schauen, was ist denn die Message, wo ist die Substanz und uns auch nicht von Klickzahlen blenden lassen, sondern ne, wir müssen einfach da immer drauf schauen, was ist eigentlich dahinter. Wir beachten natürlich auch beides, Wirtschaft TV, also sowohl was ist ein spannendes Thema, als auch was wird tatsächlich dann natürlich wahrscheinlich nachher geguckt, weil sonst hat ja auch keiner was davon, wenn das dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfände. Dann. Was sind denn da Erfolgsfaktoren nach deiner Erfahrung jetzt? Gerade wenn du sagst, du berichtest ja Beispiele von deinem eigenen Gespür und was ist erfolgreich? Kann man das tatsächlich so benennen? Das ist ja schönerweise sehr vielfältig, ne? Und
deshalb auch sehr spannend. Also ja. Gott sei Dank sind die unterschiedlichsten Menschen à la Couleur auf ihre ganz eigene Art und Weise erfolgreich. Was sie am Ende wohl alle gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwo die Leute catchen. So, bei dem einen ist es der Gesang, bei dem anderen ist es die Art, wie er sich inszeniert. Und das ist einfach total vielfältig, das ist schön, aber es muss eben das Momentum da sein, Menschen zu begeistern. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit natürlich auch der Faktor Authentizität eine ganz große Rolle spielt. Und am Ende sind Klicks, über die wir eben ja auch gesprochen haben, sind natürlich einfach eine Währung. Und ich finde es aber auch ganz wichtig, immer zu gucken, wie setzen die Menschen, die diese Währung besitzen, sie ein. Inwiefern siehst du deine Verantwortung bei Menschen mit unserem Beruf? Also sollten sie Vorbild sein? Sollten sie sich mit der Meinung zurückhalten, aber wichtige Themen angehen? Oder wie siehst du die Rolle von Menschen, denen viele andere zuhören oder zusehen? Du, ich sehe da absolut eine Verantwortung. Ich setze meine Stimme zum Beispiel ein und möchte gerne junge Menschen versuchen, an die Europawahl ohne sich zu begeben und also keine Wahlempfehlungen zu geben für welche Partei, aber dass sie sich mit Demokratie auseinandersetzen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, weil was wir erlebt haben, ne, in Großbritannien mit dem Brexit, zu wenig junge Menschen sind da an die Wahlurne gegangen. Was dann passiert ist, finde ich sehr tragisch. Deshalb, ich glaube, man muss nicht Caro Dauer sein, tolle Kollegin hier aus Hamburg und eine Mega-Reichweite haben, um was mit der eigenen Reichweite anfangen zu können und was Gutes damit zu tun. Und da sehe ich Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, egal ob das Sänger sind, Musiker, Journalisten, Moderatoren, schon in der Verantwortung, ihre ganz eigene Währung von Klicks und ihre ganz eigene Stimme zu nutzen. Also deine Stimme nutzt du ja auch noch auf andere Weise. Also jetzt dann ganz neu mit deiner Single Alle Farben. Was hat dich dazu inspiriert? Hast du gesagt, ich will nochmal auf andere Weise was machen, als nur zu sprechen? Oder hast du es plötzlich vor dich hingesungen und die Idee gehabt? Wie kam das? Also Gesang war immer einfach ein Hobby. Das war erstmal, gab es da gar keine berufliche Verbindung zu meinem Job als Journalistin und Moderatorin. Aber wie gerade angesprochen, hat mich das wirklich im Vorfeld der Europawahl 2019 extrem traurig gemacht, dass die jungen Menschen, die in diesem friedlichen, freiheitlichen Europa groß geworden sind, offensichtlich dieses Konstrukt für zu selbstverständlich genommen haben und durch das nicht an die Wahl ohne gehen, diesen Brexit erst haben möglich gemacht. Und ich habe damals einfach gedacht, was kannst du auf deine ganz eigene Art und Weise tun, um die Menschen, die dir in den sozialen Medien folgen und vielleicht auch junge Menschen, dieses Jahr bei der Europawahl dürfen ja schon 16-Jährige auch von ihrem Wahlrecht gebrauchen. Wie kannst du die vielleicht inspirieren und zeigen, Demokratiebeteiligung ist was Cooles, vielleicht dem auch das angestaubte Image nehmen und nehmt dieses Europa, was uns einfach so viel Frieden gebracht hat in der Vergangenheit und auch sehr viel Wohlstand, nicht für selbstverständlich, und geht wählen. Und seht auch dieses tolle Motto, vereint in Vielfalt, und lebt das. Und das ist eine Chance, dann mit der Musik das Menschen näher zu bringen, die sich sonst vielleicht nicht damit befassen würden? Exakt. Ich denke, Musik hat eine unheimliche Magie und den kann Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise verbinden. Musik ist erstmal immer positiv konnotiert. Politik ist das leider nicht. Das ist, was auch sehr schade ist, ne? Denn Politiker setzen sich für unsere Gesellschaft ein und verdienen es auch nicht, auf Marktplätzen oder sonst wo irgendwie tätlich angegriffen zu werden. Aber Musik hat erstmal diese absolut positive Konnotation und Power und ich glaube, dass man damit Menschen sehr gut erreichen kann. Dann drücke ich dafür die Daumen, dass das gelingt. Vielen Dank, Caroline Enseler. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.